Hallo und willkommen zurück zu Brothers, A Tale of Two Sons. Ende der letzten Folge konnten wir uns gerade noch hier aus dem reißenden Fluss befreien, wo wir reingeplumpst sind. So, und ich denke, wir müssen mit unserem kleinen Bruder rüber über diesen Ast zu unserem großen Bruder. Jetzt sehe ich aber auch da links unter diesem Vorsprung, da hängen irgendwelche komischen Äste. Das sieht aus, als wenn da irgendwelche Hände wären. Ich guck mal. What? What? Gottes Willen. Okay, ich glaube, da sollten wir nicht dran. Kann der Große denn da oben was... Ah, verstehe. Der kann den hier vorbei lotsen. Das ist ja mal cool wieder. Ich weiß natürlich nicht, wie weit die mit ihren Grabschändchen kommen. Ja, nee, ist klar. Was seid ihr denn für komische Viecher? Können wir denn da oben nicht einfach hoch mit dem Bruder? Mit dem Kleinen? Ah nee, okay, da oben sind auch noch welche. Ich denke mal, hier sollen wir nicht hoch. Wir sollen bestimmt weiter nach links. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Gott. Ja, schönen Dank auch. Und schon haben wir wieder Wasser. Oh, 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 oh. Dann geh schwimmen, 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 schwimmen. Himmelsakra. Okay, hoch, 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 hoch. Ich hoffe, das geht nicht auf Zeit, aber irgendwie schneller schwimmt der Große nicht. Okay, das scheint gereicht zu haben. Malu, geht's dir gut? Der Kleine hat bestimmt schon ein paar Liter Wasser geschluckt hier in dem Spiel. Okay. Weiter geht's. So, mit der Laterne können wir nichts machen. Nein. Kannst du was mit der Laterne machen? Nein. Gehen wir mal den Weg hier weiter. Ich denke mal, das ist richtig hier lang. Was ist das? Oh. Ist das nicht die Mutter? Oder vertue ich mich da, so wie der kleine Mann reagiert? Was ist mit ihm jetzt? Hallo? Ah, und der Vater liegt da auch unter der Hand. Seht ihr da im Hintergrund? Ist das jetzt ein Traum oder was? Okay, den Großen kann ich nicht bewegen, sondern nur den Kleinen. Kann ich bei der Mutter was machen? Okay, das kennen wir ja schon, die Interaktion aus der Sequenz. Okay, und dann lässt sie den Vater los. Papa? Was macht er denn? Okay, okay, okay. Jetzt fängt es an, skurril zu werden.
Ich hoffe mal, das war einfach nur ein Traum, jawohl. Ich denke mal, der hat ihn aus dem Wasser geholt und während er bewusstlos war, hat er diese Sequenz da gesehen und dieses Schlagen war wahrscheinlich nur das Wachrütteln oder das Wasser aus der Lunge rausholen. Oh Mann, ihr zwei macht mich echt fertig. Kann man euch da nirgends alleine hinschicken? So, können wir dann jetzt wieder? Mittlerweile ist es auch wieder hell geworden. So, genau. Wir können weiter, Gott sei Dank. Als wäre nichts gewesen. So, hier wird es weitergehen. Hallo? Würdest du das vielleicht mal sein lassen? Hallo, hallo, hallo. Hallo. Nein, nein, nein. Okay. Der kleine Mann holt das mal da runter, das Seil. Ja, ich bin unterwegs. Oh Mann, ey. Was ist denn hier los in dieser Welt? Bin ich doch echt bald dran vorbeigerannt. Kann er uns noch irgendwie weit. Oh, ich habe da eine Vermutung. Was liegt denn da unter den roten Tüchern? Das sieht aus wie irgendwelche Körper, ein großer und ein kleiner Körper. Die sind verbrannt, oder? Und dann sieht man hier diese Aschefußspuren, die hier rüberführen. Hat der die zwei Körper verbrannt und durch dieses Flackern da der Luft scheint da noch irgendwas Heißes zu sein. Okay. Man kann da nicht drunter schauen, aber ist, glaube ich, auch nicht nötig. Er noch mal was machen? Nein, er steht nur daneben. Können wir dich jetzt hier alleine lassen oder was? Ich denke mir, er heult jetzt noch eine Runde. Mehr können wir da nicht machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, weiter geht's. Was haben wir denn jetzt hier? Mal wieder ein Hebel. Hatten wir lange nicht mehr. Dann betätigen wir den doch mal. Wenn ich ihn loslasse, geht's wieder runter, richtig? Jo. Okay, da haben wir aber Gitter. Kennen wir doch schon. Der kleine Mann kann da durch. Ah, er kann sich bestimmt da an so einem Rad festhalten und hier rüber. Wir versuchen das mal. Kannst du daran? Ja, kannst du. Du kannst dann bestimmt auch an so ein anderes Flügelchen springen. Jawohl. Und lass dich mal hier fallen. Sehr gut, sehr gut. Dann denke ich mal dadurch, dass die Brücke ja viel höher ging, als sie eigentlich müsste. Ich denke mal, wenn wir hier dran kurbeln, fährt hier irgendwas raus. Jo. Kurbel das mal zurück. Okay. So. Das fahren wir mal hoch. Der kleine Mann kurbelt. So, kurbel, kurbel, kurbel. Und du lässt jetzt mal los und dann hakt das doch da ein. Sehr gut. Und rüber geht's. Das war doch mal wieder was für mich und nicht irgendwelche Leute, die sich da erhängen wollen. Da brauche ich nicht noch mehr von. Okay, hier wollen wir auch nicht runterstürzen. Das ist ein bisschen tief. Aber die Aussicht genießen, da wäre ich mal wieder für. So, dann setzt euch mal hin. Okay, was haben wir denn da? Also so ein Baum, den wir suchen, der ist noch nicht in Sicht. Aber hier haben wir so eine Burg auf dieser Spitze von diesem Berg. Ich denke mal, da müssen wir hin.
So, wo geht denn der Weg hier weiter? Über diesen Baumstamm. Ins Wasser will er nicht, schwimmen will er nicht, aber hier drüber balancieren. Gibt's ja wohl nicht. So. Genau, und hier rüber springen ist bestimmt auch wieder kein Problem. Richtig. Nee, du lässt deinen großen Bruder mal voran. Kann ja nicht sein, dass immer der Kleine hier vorangehen muss. So, einmal hier rum. Und da kommt die nächste Sequenz. Gucken wir mal, was die uns zu sagen hat. Tja, das ist der Baum. Da müssen wir hin. Das sieht nicht aus wie ein Baum. Nein, nein. Okay, da hoch sollen wir. Wo geht's denn da hoch? Um da hoch zu kommen, müssen wir vermutlich erstmal hier runter. Es macht keinen Sinn, ist aber so. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ah, hier können wir wieder ein Tor aufmachen. Wer hätte das gedacht? Was kann man mit euch anstellen? Ach, nicht euer Ernst. Wenn ich loslasse, springst du wieder ab? Ja, okay. Dann halten wir das mal gedrückt. Aber wie geht's denn jetzt hier hoch? Vielleicht hier den Weg weiter? Ah, das sieht doch glatt so aus. Jawohl. Mit irgendwelchen Bergziegen oder Gämsen oder was sind das? Steinböcke? Wow. Okay. Dann nimm du bitte schön den anderen. Jawohl. Und weiter geht's nach oben. Nummer 1. Nummer 2 hier rüber. Ah, hier geht's hoch. Okay. Ah, einer muss da lang, einer da. Ich denke, wieso will der Kleine denn da nicht hinterher? Ohohoho. Das ist ja wieder lustig. Das gefällt mir. Ah, hier gibt es auch wieder zwei Wege. Ab und zu glitschen sie dann auch direkt dahin, wo sie hingehören, die zwei. Fühlt sich dann erstmal tatsächlich merkwürdig an bei der Steuerung, wo man denkt, man hat irgendwas falsch gemacht. Tschüss, ihr zwei Süßen. Und vielen Dank. So, hier geht's hoch. Ja, das ging ja einfacher, hier hochzukommen, als ich ursprünglich dachte. Wo müssen wir denn? Ah. Oh Gott, wer bist du? Verrückter Professor oder was? Was hast du denn hier hingebaut? Okay, zwei Kurbeln, Zahnräder, was soll uns das sagen? Und ein weiteres Zahnrad. Ich denke mal, das müssen wir irgendwo anbringen. Aber ich mag mal erst gucken gehen, wie wir denn da hochkommen. Ah, zwischen den zwei großen Zahnrädern kann man das bestimmt befestigen. Wie kommt man denn hier hoch? Okay, da drüber springen. Über diesen Holzsteg. Ja, dann machen wir das doch mal. Das schaffen wir noch in dieser Folge. Zack. Und rüber mit dir. Ah, okay. Das macht er nicht. Kann ich es denn rüberwerfen? Nein. Okay, kann man sich denn zuwerfen eventuell? Nee, du sollst nicht zurückgesprungen kommen, Himmelsakra. Wow. Also eigentlich hätte es hier jetzt runterpfeffern müssen, aber das Spiel ist wieder sehr gnädig mit mir. Da bin ich auch sehr froh drum. Ach, man kann jetzt auch nicht mit dem Zahnrad hier drüber balancieren. Nee, das ist mal wieder logisch.
So, dann geh du mal darüber. Dann kannst du das darüber werfen. Pam. Könnte man es eventuell fangen? Ich weiß es nicht. So, da drauf mit dir. Dann stellen wir uns schon mal an die Kurbel. Umgekurbelt und was dann passiert, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao!